Schaut her, meine Nagisa-Fotosammlung ist endlich vollständig. Was zur Hölle? Wann hast du die denn gemacht? Sagen wir einfach, ich habe viel Schweiß und Blut reingesteckt, um heute hier zu sitzen, verstanden? Ja. Es war nicht einfach. Ich kroch auf dem Boden entlang, habe mich heimlich in die Küche geschlichen, versteckte mich in den kleinsten Ecken, nur um das perfekte Bild einzufangen. Ich will nicht wissen, was du noch angestellt hast. Wie auch immer, wo sind eigentlich unsere Frauen hin? Ich würde ihnen gerne die Früchte meiner Arbeit vorstellen. Weiß ich nicht. Nagisa meinte nur, dass sie etwas Wichtiges mit Sanae besprechen müsste. Warte, du willst ihnen diese Bilder zeigen? Hä? Nagisa, alles okay? Oh. Ist alles okay? Entschuldige, mir war ein wenig schlecht. Dir ist also schlecht. Bist du etwas schwanger oder was? Das ist nicht witzig. Ach komm, heul nicht rum. Wärst du ein Mann, wär sie schon längst Mutter von zwei Kindern. Das stimmt, wir haben es überprüft. Und das ist kein Scherz. Warte, du meinst... Nagisa und Tomoya erwarten ein Baby. Meinen Glückwunsch. Moment mal, Sanae, wie meinst du das mit Baby? Kam gestern ein Storch an und hat ihnen etwa ein Kind vorbeigebracht, oder wie darf ich das verstehen? Nein, Papa, so ist das nicht. Tomoya und ich haben geheiratet, deshalb... Was? Nagisa, sag es nicht. Wir hatten Sex und daraus entstehen Babys. Eines von tausend Mädchen kann es so ihren Eltern sagen. Nein, einer von Millionen von Menschen können es so sagen. Du bist was Besonderes, Nagisa. Ihre Periode ist seit 2 Monaten ausgeblieben. Ich denke, wir können sicher davon ausgehen. Kleiner Bastard! Du bist tot! Ich meine, Glückwunsch, Junge. Danke.